Sascha Növe lebt in Olpen. Er ist mit einer Kongolesin verheiratet und zusammen haben sie einen gemeinsamen Sohn. Alle drei sind Mitglied der kimbangistischen Kirche. Diese geht zurück auf Simon Kimbangu. Das eigentliche Wirken von Simon Kimbangu war recht überschaubar. Vor allem im Jahre 1921 machte er mit Predigten und Wunderheilungen auf sich aufmerksam. Sascha Növel verbindet mit Kimbangu vor allem Hoffnung. Wenn man das auf einige Kernbotschaften reduzieren kann, Simon Kimbangu hat den Menschen damals schon Hoffnung gemacht. Also wir reden hier von fast 40 Jahren vor der Unabhängigkeit, hat ihnen Hoffnung gemacht in seinen Prophezeien, in seinen Predigten. Eines Tages werdet ihr frei sein, eines Tages werdet ihr eure Würde wiedererlangen. Das hat wirklich, würde ich behaupten, so diesen Ursprung bewirkt eines Unabhängigkeitsdenkens. Simon Kimbangu wird Ende der 1880er Jahre in einem kleinen Dorf im Kongo geboren. Katholiken und Protestanten teilen sich zu diesem Zeitpunkt die religiöse Führung des Landes. Kimbangu befindet sich im Einflusskreis einer englischen Baptistenmission und wird dort zum Katechet ausgebildet. Doch das Schicksal Kimbangus nimmt recht schnell eine Wendung. Er hat ein Berufungserlebnis gehabt oder mehrere, hat nach eigenen Angaben den Herrn Jesus öfters gesehen, er ist ihm erschienen und der hat ihm einen Auftrag erteilt. Der ging in die Richtung L'Homme Noir, also den schwarzen Mann, zu befreien, weil er auf der ganzen Welt zu der Zeit, wir sprechen hier von Anfang 20. Jahrhunderts, eigentlich überall unterdrückt war. Kimbangus Botschaft sowie die Wunder, die ihm von seinen Anhängern zugesprochen werden, stellen für die Kongolesen einen neuen Anhaltspunkt dar. Für die belgischen Kolonialisten jedoch geht von Kimbangu eine Gefahr aus. Im Grunde die Botschaft des Christentums ist, ich bin als Mensch etwas wert durch den Glauben an Jesus Christus, durch das Befolgen seiner Lehre. Das ist im Grunde die urchristlichste Botschaft, das ist die Botschaft von Simon Kimbangu. Und dafür ist er zuletzt zum Tode verurteilt worden, ist von König Albert I. Begnadigt worden, beziehungsweise nicht Todesstrafe, sondern lebenslängliche Haft. Ich weiß da nicht genau, wo die Begnadigung ist. Noch 1921 wird Kimbangu verhaftet. 30 Jahre später stirbt er im Gefängnis. Im Zuge der Festnahme des Predigers werden 37.000 Familien vertrieben. Manche werden getötet. Die Glaubensgemeinschaft zersplittert. Das einerseits Schlimme, andererseits Gute war die Deportation. Also die ursprünglich im Bakongo angesiedelte Bewegung ist über das ganze Land verstreut worden. Also die sind verbannt worden, haben aber in der Verbannung sozusagen für ihr Werk, für ihren Simon Kimbangu sozusagen die Fahne hochgehalten. Einerseits entstand so die kimbangistische Kirche, heute mit drei Niederlassungen in Belgien, in Lüttich, Brüssel sowie Antwerpen. Auf der anderen Seite hatte das Wirken Kimbangus aber auch erheblichen Einfluss auf die Unabhängigkeitsbewegung innerhalb des Kongos. Dann hat sich in den Jahren darauf, nach dem Zweiten Weltkrieg, peu à peu, Anfang der 50er Jahre, haben seine Söhne, die waren Mitinitiatoren von der Bewegung, die sich Abaco nannte, die war zuerst eine kulturelle Bewegung, ist dann eine politische Bewegung geworden und eine der treibenden Kräfte in der tatsächlichen Unabhängigkeitsbewegung Ende der 50er Jahre. Für Növel ist der Umgang mit Simon Kimbangu bezeichnend, damals wie heute. Damals war es die Angst vor einer eigenständigen, mündigen, kongolesischen Bevölkerung, die zur Zerstörung des Selbstwertgefühls und Selbstbewusstseins der Kongolesen führte. Wenn wir diese Bewegung Black Lives Matter heute haben, diese Kerbe schlägt zum Beispiel die Problematik, die man heute noch im Kongo beobachten kann. Es ist ein sehr geringes Selbstwertgefühl. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ein Teil der Geschichte komplett zerstört worden ist durch die Machenschaften der Kolonialherren. Und heute wird laut Növel zu wenig an Persönlichkeiten wie Kimbangu erinnert. Dabei könnten gerade diese immer noch eine konstruktive Rolle spielen. Was das wieder aufbauen kann, das ist wirklich diese positiven Geschichten um historische Persönlichkeiten, insbesondere natürlich auch zeitgenössische Persönlichkeiten, aber ein Teil der Geschichte rehabilitieren, das ist wichtiger als mit Geld um sich schmeißen, um was zu reparieren.
Für die Zukunft wünscht Sascha Növil sich vor allem einen breiten und offenen Dialog. Da kann man sich Unterstützung holen aus der Zivilgesellschaft, sei es eben Minderheiten, die da sind. Ich kann jetzt nicht genau sagen, aber die kongolesische Bevölkerung, das sind mehrere zigtausend Menschen, die noch heute in Belgien oder in Europa allgemein leben. Und diesen Menschen eine Stimme geben, das fände ich wichtig.